Zahlung von rund 567.000 Witwen- oder Witwerrenten im Jahr 2023 wegen Einkommensanrechnung gestoppt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern, ich blende es gleich mal ein. Wir haben am 29.11.2023 einen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal von Rentenbescheid24.de veröffentlicht. Damals ging es um die Zahl von 106.000 Witwenrenten, die im Jahr 2022 nicht ausgezahlt worden sind, und zwar aufgrund der Einkommensanrechnung. Diesen Beitrag haben damals über 1,1 Millionen Menschen sich angeschaut. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Und das nehme ich heute zum Grund oder als Grund dafür, Ihnen die neuesten Zahlen im Zusammenhang mit der Einkommensanrechnung und Zahlung von Witwenrenten im Jahr 2024, im Jahr 2023 einfach mal vorzustellen. Meine Damen und Herren, es sind 567.000, circa 567.000 Witwen- oder Witwerrenten, die im Jahr 2023 nicht gezahlt worden sind. Das ergibt sich aus dem Stand der Statistik der deutschen Rentenversicherung, die zum 1.7.2024 veröffentlicht worden ist. Und da ist der Erfassungsstand 31.12.2023. Rund 5,18 Millionen hinterbliebenen Renten gibt es in Deutschland. Die durchschnittliche Monatsrente beträgt 712 Euro brutto vor Abzug von Kranken- und Pflegebeiträgen und eventuellen Einkommenssteuern. Der Zahlbetrag von 712 Euro brutto ist nicht wirklich üppig, meine Damen und Herren. Sie können sich vorstellen, betroffen sind ja doch meistens Frauen, die sind dann auf diese Rentenzahlung wirklich angewiesen. 567.000 Witwen- oder Witwerrenten werden nicht gezahlt, und zwar nach Einstellung des Sterbevierteljahrs 567.000 Witwen- oder Witwerrenten im Jahr 2023, die nicht zur Auszahlung gekommen sind. Und der Grund liegt darin, an der Einkommensanrechnung nicht davon betroffen sind Waisenrenten. Meine Damen und Herren, und ich habe dann mal weitergeschaut. Bei diesen 567 oder in den 567.000 Witwen- oder Witwerrenten sind dann bei den Männern 433.000, die keine Zahlung erhalten haben, und bei den Frauen 134.000 Damen, oder Witwen, die die Zahlung nicht erhalten haben. Sie sehen auch hier an dieser Zahl einen Anstieg von 106.000 auf diese 134.000 im Jahr 2023. Man kann also sagen, fast 30.000 Frauen mehr, die im Jahr 2023 gegenüber 2022 die Witwenrente aufgrund der Einkommensanrechnung nicht mehr ausgezahlt bekommen haben. Grund dafür, vor allen Dingen bei den Frauen, sind höhere Erwerbseinkommen aufgrund dieser niedrigen Witwenrente oder aber eben auch aus anderen Gründen. Die Einkommensanrechnung an die Witwenrente wird stark kritisiert. Sie ist zu kompliziert, sie ist deshalb auch zu teuer, bindet also zu viel Personal in der gesetzlichen Rentenversicherung. Es werden verschiedene Träger und auch private Institutionen hier mit eingebunden. Auch das kostet Geld. Sie ist erwerbsfeindlich ausgerichtet. Das heißt also, aufgrund der starren Einkommensanrechnung lohnt es sich für viele Witwen oder Witwer oftmals nicht, neben der Witwenrente auch noch arbeiten zu gehen. Und deshalb ist sie auch, so empfinden es viele, sehr ungerecht, meine Damen und Herren. Und es gab eine Lösung, oder es gibt einen Lösungsansatz dafür von dem Gesetzgeber, von der Ampelregierung. Die wollten oder die haben, die sind dabei, einen neuen Freibetrag für Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen, kurzfristiges Erwerbsersatzeinkommen wie Krankengeld, Arbeitslosengeld, einen Sockelbetrag einzuführen. Und dieser Sockelbetrag soll entweder zu einer höheren Witwen- oder Witwerrente führen, nach Einkommensanrechnung, oder generell dazu führen, dass es erstmals einen Zahlungsanspruch gibt.
Ja, und ich kann Ihnen nur so viel sagen, es gibt eine herbe Enttäuschung. Dieser Sockelbetrag, die Einführung des Sockelbetrages ist verschoben worden. Und zwar sollte der zum 1.7.2025 kommen. Und jetzt geht das Ganze erst zum 1.7.2027 los. Und damit letzten Endes für viele Frauen und Männer, Witwen oder Witwer, der Verlust auf die Chance, eine höhere Rente zu bekommen, und zwar für weitere 2 Jahre, meine Damen und Herren. Witwen, das ist auch statistisch erwiesen, sind viel stärker auf die hinterbliebenen Rente angewiesen als die Männer als Witwer. Die Ursache liegt ganz einfach darin, dass Männer oft höhere Einkünfte haben und Witwen oft in Teilzeitarbeit arbeiten, deshalb geringere Einkünfte haben, neben der Witwenrente Kindererziehung machen oder Angehörige pflegen. Und was auch nicht zu verachten ist, es fehlt schlicht und ergreifend das Einkommen des verstorbenen Ehegatten. Und deshalb soll ja die Witwenrente oder die Witwerrente dann auch letzten Endes eine Art Unterhaltsersatzfunktion haben, die über die gesetzliche Rentenversicherung zum Ausgleich dieses fehlenden Einkommens dann kommen soll. Ja, meine Damen und Herren, das sind die nackten Zahlen. Es gibt also wieder einen Anstieg der nicht gezahlten Witwenrenten im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022. Insgesamt bekommen ca. 567.000 Witwen oder Witwer, die Rentenleistung nicht ausgezahlt, weil Einkommen angerechnet wird. Auch noch eins bitte zur Klarstellung. Es ruht laut dem Gesetz in Anführungsstrichen wegen der Einkommensanrechnung nur der Zahlungsanspruch. Der Anspruch generell auf die Witwen- oder Witwerrente geht wegen der Anrechnung des Einkommens nicht verloren. Also das bitte nicht vergessen. Sollte sich Ihr Einkommen, was Sie als Betroffener oder als Betroffene haben, um mehr als 10 oder mindestens mehr als 10% verringern, dann stellen Sie bitte umgehend bei Ihrer Rentenversicherung, die Witwen- oder Witwerrente auszahlt, einen entsprechenden Überprüfungsantrag auf Zahlung dann einer höheren Witwen- oder Witwerrente. Gleiches gilt auch, wenn bei Ihnen Ihr Einkommen, aus welchen Gründen auch immer, was Sie haben, Ihr Erwerbseinkommen, Ihr Arbeitseinkommen oder Ihr Arbeitsentgelt einfach so wegfällt, dann bitte auch den entsprechenden Überprüfungsantrag stellen und die Rentenversicherung auffordern, die Zahlung ab dem Folgemonat vorzunehmen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Näheres dazu finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.